herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des MTI Know-How Coffee. Und wie ihr seht, sind wir hier heute mal in einem ganz anderen Setting unterwegs. Denn wir sind live vor Ort bei Christine Lammers in Bremen und nehmen den allerersten Know-How Coffee direkt vor Ort auf. Und ich bin richtig aufgeregt. Haben wir noch nie gemacht. Du bist die Erste. Toll, ja. Herzlichen Dank. Und ich wollte das immer schon mal machen. Das war ein Traum von mir, einfach mal irgendwo hinzufahren und mit jemandem ein Interview aufzunehmen. Und heute ist es soweit, ihr seid dabei. Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, mein Gast ist heute Christine Lammers. Und Christine, für die Leute, die dich noch nicht kennen, stell dich doch einfach mal kurz vor. Ja, ich bin seit 35 Jahren Kommunikationstrainerin, Coach, Seminarleiterin für Teamentwicklungen, Führungskräftetrainings, Konfliktklärungen in vielen unterschiedlichen Kontexten, großen Firmen, kleinen Firmen, alle Branchen rundherum im Laufe der Zeit. In den letzten Jahren habe ich mich immer mehr aufs Coaching konzentriert und habe hier Themen auch wiederum wie Führungssituationen, aber auch Neuorientierung und Konfliktklärung intensiv bearbeitet mit meinen Klienten und Klientinnen. Ja, und Coaching ist auch schon das Stichwort für heute. Deswegen sind wir nämlich auch hier. Denn Christine, du arbeitest in deinen Coachings ganz oft mit einem Tool, mit dem Systembrett, im Englischen Solution Board. Wir sehen es hier auch. Was ist das Systembrett? Das Systembrett ist für mich eine hervorragende Erfindung und Möglichkeit, den Klienten zu helfen, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Perspektivenwechsel meine ich in dem Sinne damit, wenn Klienten über ein Thema, über ein Problem sprechen, dann reden und reden sie darüber und bleiben in diesem Space, den sie gerade besprechen. Und es gelingt ihnen oft nicht, die Aspekte, die links und rechts dahinter darüber auch noch eine Relevanz haben, dann zu erkennen. Ganz so, wie wir es kennen, wenn wir eine Fotoaufnahme machen, freuen uns über eine bestimmte Blume im Bild und sehen gar nicht, dass am Schluss 1000 andere Blumen auch noch da sind. Aber diese eine Blume, die kommt plötzlich auf dem Foto hinterher gar nicht mehr so richtig zur Geltung. Mhm. Und so erlebe ich das mit meinen Klienten, dass sie mithilfe dieses Systembretts die Möglichkeit haben, Dinge zu erkennen und Kräfte zu erkennen und sehen, die wirken in ihrer Situation, die sie, indem sie nur darüber sprechen, nicht erkennen können. Mhm. Was macht denn die Arbeit mit dem Systembrett in den Coachings aus? Also zum Beispiel im Vergleich mit anderen Methoden, die man so in Coaching nutzt. Was macht das Systembrett so besonders? Also für meine Begriffe macht das Systembrett deshalb besonders, weil es den Klienten ermöglicht, ganz aus eigener Kraft heraus Dinge zu sehen und zu erkennen, ohne dass ich als Experte irgendwas dazu sage. Die Klienten selbst sind die Experten fürs Thema. Ich bin bloß Zeremonienmeisterin. Nenne es so. Ja, schön. Und dieses Zaubertool, ich sag mal Zaubertool, gibt den Klienten die Möglichkeit, nach Neuseeland zu reisen. Und dieses Neuseeland meine ich mit S-E-H. Ah, Neuseeland. Neuseeland. Genau. Im Sinne von Dinge zu sehen und zu erkennen, die für sie vorher nicht erkennbar waren. Mhm. Und dazu wissen wir aus der Hirnforschung heraus, dass wenn ich über ein Thema rede und nachdenke, dass ich das vorwiegend über die linke Hirnhemisphäre tue. Mhm. Wenn ich jetzt aber intuitiv aus der Situation heraus ganz spontan Dinge aufstelle, bildlich verbildliche, dann sind Kräfte aus der rechten Hemisphäre am Wirken. Und dieses Zusammenspiel der beiden Hirnhälften ermöglicht es schlussendlich den Klienten, Dinge zu erkennen, die vorher für sie nicht sichtbar waren. Du sagst gerade verbildlichen und das ist ja das auch, ich darf das mal rausnehmen. Yeah, ne? Also das ist ja das, was wir hier auch sehen. Es sind Figuren, genau. Tatsächlich. Also ganz verschiedene Figürchen. Ich sehe hier zum Beispiel so eine Kugel und so Säulen. Und das heißt, mit Hilfe dieser Figuren hilfst du praktisch das Problem oder die Entscheidung oder was auch immer zu verbildlichen, einfach viel greifbarer zu machen. Wie gehst du dabei vor? Wie ist der Prozess? Ja, der Prozess ist so, dass der Klient oder die Klientin zunächst mal das Anliegen schildert, die Fragestellung, das Problem, wie auch immer wir es nennen wollen. Und da ist es wichtig, dass man das möglichst
plakativ möglichst genau hat und ich auch spüre, dass eine Ladung da drin. Mhm. Und in dem Moment, wo das dann klar ist, frage ich den Klienten oder die Klientin, darf ich Sie einladen, das einmal aufs Bild zu bringen oder möchten Sie das mal erforschen, möchten Sie es mal angucken? Und manchmal ist ein bisschen zögerlich dabei, insbesondere wenn die Herren Ingenieure sagen, soll ich jetzt mit Bauklötzchen spielen? Dann hier, genau, ne? Und man hier dann so Bauklötzchen das hat. Das ist damit unter etwas, kommt so eine Schmunzelnummer, aber okay, da stehen wir ja drüber als Coaches. Und dann ist der nächste Schritt, tatsächlich zu identifizieren, was sind denn relevante Personen, aber eben nicht nur Personen, sondern auch Kräfte, die im System eine Rolle spielen. Ah. Wenn es um Führung geht, dann die Führung. Oder es geht um die Klarheit. Ganz, ganz oft in Führungsthemen ist keine Klarheit drin. Und dann stellen wir eben als ein anonymes oder abstraktes System relevantes Teil dann die Klarheit auf. Ah, das heißt also alle Komponenten, sowohl alle Personen Komponenten, wie sowohl. Auch, kriegt alle so ein... Genau. Es wird alles zugeordnet und man baut sich praktisch so eine kleine Bausteinwelt. Richtig. Ne? Dabei ist es aber wichtig zu sagen, was ist relevant. Ah. Und nicht nur bloß, also was ist wirklich wichtig und spielt eine Rolle, sonst wird es ja zu viel. So ein Brett. Spielt, ja, ne? Kleine Kinder sammeln alles rein. Nein, da liegt die Kunst so viel wie möglich, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Ganz wichtig ist es auch bei der Auswahl der Objekte, wenn ich jetzt etwas drin habe, was negativ konnotiert ist, zum Beispiel die schlechte Stimmung oder die Krise oder der Konflikt oder all das, was eben wie gesagt negative Stimmung hat, einen Ausgleich zu schaffen. Also es muss immer eine Balance da sein, im Sinne von, was ist eine Kraftquelle oder wo kommt Freude rein, wenn ich in der Arbeitssituation einen Konflikt habe, dann eben auch, was ist meine Ausrichtung, wo habe ich Freude, wo ist die Motivation, um dann den Klienten die Möglichkeit zu geben, freudvoll auf die Situation zu blicken. Und dann haben die Klienten sich ihr Brett gebaut, sie haben für alles eine Figur ausgewählt und dann wird das aufs Brett gestellt? Ja, nicht ganz so. Ah. Also wir haben ja vorher die einzelnen Elemente, die relevant sind, identifiziert. Mhm. Und die stehen dann am Rand. Dann würde ich diese ganzen Sachen wegpacken. Dann ist ausschließlich das Ausgewählte, steht dann dort. Und dann lade ich die Klienten ein, wenn sie bereit sind, nehmen sie doch bitte die einzelnen Elemente und stellen sie spontan, intuitiv, so aufs Brett, wie sie hinstellen wollen. Erstmal gewähren lassen. Erstmal gewähren. Meistens kommt dann noch so eine Frage, was soll ich denn wohin und womit soll ich anfangen und hier und da. Und dann kommen dann Fragen aller Art. Und dann sage ich, wenn Sie soweit sind, stellen Sie es auf. Okay. Und an der Stelle ist es für mich sehr interessant, die Klienten exakt und genau zu beobachten, was passiert. Wer wird zuerst hingestellt? Stellt der Klient seinen eigenen Repräsentanten zuerst hin oder später, ist der Klient oder die Klientin total verwirrt und weiß gar nicht, was Sache ist. Oder ist die Klientin oder der Klient im Verhalten zu dem, wie ich ihn oder sie sonst erlebe, komplett anders. Okay. Beispiel, ich hatte mal eine sehr zögerliche Klientin, die immer nur ganz vorsichtig und unterwegs war. Und als es darum ging, die Figuren aufs Brett zu stellen, griff sie ganz beherzt zu. Zack, 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 zack. Und ich war ganz erstaunt und dachte, so kenne ich sie gar nicht. Und das sind für mich als Coach sehr wichtige Signale, sehr wichtige Hinweise. Und das lässt Vermutungen zu, was bewegt sich denn jetzt gerade im Inneren dieser Klientin? Und in einem späteren Schritt werde ich das dann auch ansprechen und sagen, so habe ich sie noch nie erlebt. Was ist denn da plötzlich los gewesen? Sie haben ja noch ein ganz anderes Potenzial. Lassen Sie uns mal dieses Potenzial weiter erforschen. Und dann, dann steht die Situation. Dann haben Sie sie fertiggestellt. Genau. Und was ist dann der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist dann erstmal sacken lassen. Ruhe. Der Klient oder Klientin braucht dann eine besinnliche Phase. So, was ist das? Das ist... muss ich meine eigene Geduld sehr. Und es ist wichtig, die Erkenntnisse, die dann kommen, zuzulassen, so im Gesicht zu beobachten beim Klienten, ist sie oder er jetzt schon fertig, weiterzumachen.
wenn dem so ist, wenn ich dann Eindruck habe, ja, okay, jetzt ist ein Signal da, ich kann weitermachen, dann lade ich die Klientinnen und Klienten oft ein, gucken sich das nochmal an aus allen Perspektiven, laufen sie mal rum, was nehmen sie aus der einen oder anderen Perspektive wahr oder stellen sie Fragen, was ist das denn jetzt oder was fällt ihnen auf, also je nachdem, wie ich ihn oder sie kenne und wie die Situation es hergibt, eine einleitende Frage, um so auf das Ganze zu blicken. Kommen da manchmal auch Überraschungen, wenn da die Klienten sehen, und was habe ich denn da gebaut? Oh, ja, total Überraschungen. Und das ist ja genau die Stärke der Arbeit mit diesem System, dass diese Überraschungen mitunter so überwältigend sind, dass sie also, boah, das kann doch gar nicht sein. Ich gebe mal ein Beispiel. In einer verwirrenden Führungssituation hatte eine Führungskraft sehr viele verschiedene Projekte während des Projektmanagements, war hier Leiter, da Leiter, da Leiter und hatte sich in die Mitte gestellt und rundherum die Leute, seine Mitarbeiter und die Projektvariablen und alles ganz eng um sich rum. Und die hat er gleich alle auf dem Schoß sitzen gehabt. Also ich baue das mal ja, schnell genau. nach, finde das ganz interessant. Das heißt, er hat sich so aufgestellt. Genau, alles war klebte an ihm. Ja. Und der war direkt total erschrocken, es war in seinem Gesicht zu sehen. Ja. Und also das war so deutlich, wow, was ist da? Ich muss Freiheit haben. Ne? Das kann ich verstehen, das ist so dieser erste Impuls. Ja. Oh Gott, und diese, gib mir Raum. Und diese ersten Impulse, die sind so unglaublich wichtig aufzunehmen, ne? und damit zu gehen. Und dann lade ich den Klienten oder die Klientin durchaus ein, ja, wenn sie mögen, verschaffen sich doch mal ein bisschen Raum. In dem Fall war das so deutlich, dass ich sofort ihn ermuntert habe, das zu tun. In anderen Fällen, wenn die Leute so nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen sollen oder da ein bisschen rumschleichen, dann ermuntere ich die Leute erstmal, gehen sie mal drumherum und gucken sie es aus ihrer Perspektive oder aus der Perspektive von jemand anderen an. Und dann kommt da so langsam das Beleben, findet dann statt. Mhm. Also das Systembrett soll ja belebt und ausgelesen werden. Okay. Und wenn dann die Klienten so weit sind, dass ich den Eindruck habe, sie identifizieren sich auch mit ihrer Figur, dann kann ich sie einladen. Was würden sie denn, was nehmen sie aus ihrer Sichtweise wahr? Was sehen sie da, ne? Zum Beispiel? Okay, also wirklich ein ganz einfaches Tool, also so sieht es jedenfalls gerade aus, um unsichtbare Sachen sichtbar zu machen. Genau, ja. Ich bin so gespannt und so neugierig, Christine. Ich frage mich, ob wir das einfach mal ausprobieren können. Kannst du das mit mir machen? Why not? Ja. Let's do it. So, und wie ihr sehen könnt, haben wir die Location gewechselt. Wir sind einmal umgezogen in Christines Coaching-Büro mit wunderschönem Waldhintergrund. Wir haben uns das Systembrett hier aufgebaut. Und ich freue mich, wir spielen jetzt eine Praxissituation. Ich stelle mich zur Verfügung. Ich mache das ja gerne. Mutig, ja. Sehr mutig. Ich bin da ja auch schon geübt. Ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht. Und wir spielen das jetzt mal hier live durch, wie das aussehen kann, so eine Arbeit mit dem Systembrett. Und wir haben da mal was vorbereitet. Genau. Du hast mir erzählt, dass du gerade mit deinem Mann zusammen darüber überlegst, ob ihr lieber auf dem Land oder lieber in der Stadt wohnen wollt. Und das sind natürlich zwei diametral unterschiedliche Wohnorte, Wohnweisen. Und da haben wir überlegt, das wäre eine ganz schöne Geschichte, das exemplarisch einmal aufzustellen. Das ist richtig, denn das sorgt tatsächlich für ein bisschen Konflikt, will ich nicht sagen, aber wir sind schon ein bisschen ratlos. Oh, Mensch. Okay. Dann umso besser, wenn du die Möglichkeit ergreifst, um hier Dinge zu erkennen, die du vielleicht vorher noch nicht so wahrgenommen hast oder irgendwelche Impulse zu erhalten, die dir auf dem Weg zum Kompromiss mit deinem Mann etwas weiterhelfen. Ja, ich freue mich. Wie geht's los? Wir haben ja schon identifiziert, was wichtig ist. Genau. Und deshalb als nächsten Schritt geht es darum, die Elemente, die wichtig sind, rauszusuchen, die Figuren. Und da ermuntere ich dich jetzt, die Figuren, die Elemente rauszusuchen. Da haben wir einmal dich selbst. Mich? Suchst du bitte einen Platzhalter für dich selbst aus? Ich bin rot. Genau. Darf ich dich bitten, das hier an die Seite? Hier erstmal. Okay, gut. Und dann als nächstes Element suchst du bitte den Enno raus, deinen Ehemann. Das ist mein Mann, das ist der Enno.
Dann nehme ich Schwarz, der Enno ist Heavy Metaler, das würde ihm gefallen. Wunderbar. Können wir miteinander Tango tanzen? Genau. Schwarz. So, dann war ganz, ganz wichtig dein Ziel, was du benannt hast. Ja. Magst du es nochmal sagen? Ja, soll ich es? Unser Ziel ist, oder mein Ziel, unser Ziel ist, eine Heimat zu finden. Also wirklich ein Zuhause, wo man sich, wenn man nach Hause kommt, dass man auch das Gefühl hat, angekommen zu sein. Ne? Du kommst so durch die Tür und es ist so, schön, genau. Und gar nicht vielleicht auch nur auf die Wohnung, sondern wirklich auch auf den Ort eben, ne? Dass man dieses Gefühl von Heimat hat. Genau. Das wird ein wunderschönes Ziel. Genau. Dann such dir doch bitte einen Platzhalter für dieses Ziel. Was hatte ich denn genommen? Das war das. Mhm. Ich nehme für das Ziel, nehme ich hier auf eine Säule. Und dann brauchen wir jetzt natürlich diese beiden Orte, die du beschrieben hast, ne? Die im diametralen Unterschied stehen. Mhm. Einmal die Stadtwohnung und einmal die Landwohnung. Genau, denn das ist nämlich unser Konflikt. Ich bin Stadtmensch schon, immer auch schon gewesen und der Enno eher ein Landmensch und ich meine, ich weiß das Land auch zu schätzen. Ne? Und das sind also diese beiden Gegensätze, die wir jetzt hier die Stadt, genau, die mit Stadt, ihrer Action und Erlebnis und die ist dann auch gleich wieder rot. Und mit der Vielfalt, genau, das passt dann zu dir. Und dann mache ich das Land, das so Land grün. Genau, wie hier im Wald. Wie hier im Wald, genau. Und dann brauchen wir, wie in allen Konflikten oder auch nicht Konflikten, einen Kompromiss. Den haben wir überlegt, dass der Kompromiss ein guter Platzhalter sein könnte. Genau, und dafür nehme ich das blaue. Das blaue Plättchen. Ja, ich schreibe das nochmal hier. Das blaue ist Frieden. Genau. Ja, genau. Da wollen wir ja hin. Ne? Und dann haben wir noch identifiziert als ein wichtiges, als eine wichtige Variable die Kraftquelle. Ja. Was gibt euch beiden Kraft? Da kannst du Ihnen auch etwas. Genau. Was gibt uns beiden Kraft? Und da, da würde ich mal diese kleine Kugel hier wählen. Das ist so schön dynamisch, das fließt. Das sind jetzt so meine Elemente. So, Christine, jetzt habe ich ja meine Bausteine mir ausgesucht. Ich habe also meine Elemente identifiziert. Wie geht es jetzt weiter? Was mache ich jetzt damit? Was machst du damit? Spür erstmal rein in dich. Mhm. Spür rein in diese Situation. Vielleicht siehst du jetzt den Enno auch. Spürst deine, eure gemeinsame Überlegungen, eure Diskussionen, das Spannungsfeld zwischen Stadtwohnung, Landwohnung, zwischen deinen Wünschen, zwischen seinen Wünschen, aber auch das Ziel vor Augen, was du erreichen möchtest, zusammen mit Enno. Und jetzt, wenn du meinst, du bist soweit, dann guck dir deine Elemente, die du rausgesucht hast, an, nimm sie dir, und platziere sie so auf dem Board, wie es für dich gut anfühlt. Okay, also dann fange ich mal mit uns an. Das bist du. Genau. Das ist der Enno. Also wir sind schon zusammen. So. Dann hatten wir Stadt und Land. Stadtwohnung, Landwohnung, genau. Und das Ziel. Und die Kugel. Das ist eure Kraftquelle. Das ist, die muss eigentlich. Die gibt euch Energie. Ja, die muss eigentlich so um uns rum. Also eigentlich schon so mobil. Die, genau, die muss eigentlich so. Mit dem Wind. Um alles rum, würde ich sagen. Und dann wären jetzt die nächsten Schritte, sich zu überlegen, was ist vielleicht eine. Das ist vielleicht ein Bild für das Ganze, hast du eine Überschrift für das ganze Bild, ne, um das so ein bisschen zu verankern. Und das ist ja letztendlich auch der nächste Schritt zu sagen, es soll auf einem positiven Weg hinsteuern und wir wollen etwas verankern. Und die Fragestellung dann kann zum Beispiel lauten, ich bin schon gespannt, was du das beim nächsten Mal berichten wirst. Das nennt man dann Seeding, also das Samen aussehen, dass das gilt. Wirkung entfaltet in dir, zu sagen, wow, da ist ein So, ich möchte dieses Ziel gemeinsam mit meinem Mann erreichen, wir werden einen Kompromiss finden, dass man raus aus dem Möglichkeitsraum kommt, der hier zunächst aufgezeigt ist, hin zu konkreten Taten.
Ja, wir sind auch schon wieder am Ende. 20 Minuten sind immer unglaublich schnell rum. Vielen Dank, Christine, für diese tollen Einblicke, für die Vorstellung des Systembretts, für meine Praxis. wenn Sie lernen möchten, wie Sie das Systembrett für sich nutzen können, wir bieten Praxisworkshops an, in denen Sie einfach ein Gefühl für das Systembrett bekommen. Sie lernen ganz einfach, wie man damit umgehen und dann Ihren Coaches damit Einsichten ermöglichen können, die sie vorher eben nicht gehabt hätten. Und ganz wichtig auch diesen Möglichkeitsraum schafft für neues Handeln, für neue Ansätze. Das war der MTI Know-How wie live hier aufgenommen vor Ort in Bremen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn Sie einen Praxisworkshop bei Christine machen möchten, dann melden Sie sich gerne bei uns. Die Kontaktdaten finden Sie unten in der YouTube-Beschreibung. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, Christine. Viel Spaß hat mir gemacht mit dir. Ja. Ganz toll. Ja. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Einen schönen Restdonnerstag und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.